Homecoming. Ja, wir sind wieder zu Hause. Der Rasenfreak ist wieder zu Hause. Wir sind wieder zu Hause. Und heute seht ihr, was nach 2 Wochen in meinem Rasen, meine Frau guckt mir zu, wie soll ich denn hier filmen? Nochmal. Ja, wir sind wieder zu Hause. 2 Wochen waren wir im Urlaub. Dank meines Nachbarn. Toll. Wie soll ich denn so jemals hier irgendwelche vernünftigen Videos drehen, wenn meine Frau hier mich hier mit Faxen verwirrt? Ja, also noch einmal. Gut, also ich zeige euch heute, was wir hier alles im Rasen entdeckt haben. Bleibt dran. Das erste, was ich hier mit Freude feststelle, die Fläche ist nicht vertrocknet. Es gibt ein paar Trockenstellen. Ja, ich muss wirklich was gegen diese Trockenstellen tun, aber gesamtheitlich sieht es noch ganz gut aus. Was ist in 2 Wochen gelaufen? Ich habe meine Bewässerungsanlage wieder ausgeschaltet. Mein lieber Nachbar hier hat im Urlaub gearbeitet und hat netterweise einmal Rasen gemäht, also einmal so nach 10 Tagen hat er einmal gemäht die Fläche, jetzt ist sie wieder hoch, die Fläche, und es ist nicht stark herausgewachsen, das Gras. Man sieht, dass die Poa sehr, sehr stark am Kränkeln ist, aber auch noch sehr stark blüht. Diese ganzen hellen Bereiche, die ihr hier vielleicht so sehen könnt, ich zoome mal hin, genau da, die hellen Bereiche sind alles Poa-Stellen. Es ist jetzt sehr deutlich zu sehen, der Unterschied zwischen der Poa, den hellen, fast bräunlichen Stellen, und dem satten grünen Gras, dem Gras, was ich eigentlich haben möchte, das grüne, dunkle, feine, blühfreie Gras. Das sieht man sehr schön, das gucken wir uns gleich mal ganz genau an. Und ja, und dann habe ich ein Drama. Wir gehen mal rum. Das erste, was man natürlich sieht, ist wirklich, dass hier zumindest ein Rispengras dominant blüht. Immer da, wo die hellen Stellen sind. Also immer hier bei den ganz hellen Stellen, da ist natürlich die Poa an der Belastungsgrenze. Ich habe Anfang Juni das letzte Mal gedüngt. Jetzt haben wir Ende Juli, 2 Monate. Der Dünger ist auf jeden Fall raus. Der Stickstoff ist weg. Und das mag die Poa nicht, genauso wenig die Hitze mag die Poa auch nicht. Der Flachwurzler, die Poa, geht nur so 2-3 Zentimeter tief in den Boden rein. Ja, dann haben wir aber hier auch wunderschöne dunkelgrüne Stellen. Und das ist interessant. Die dunkelgrünen Stellen, das ist das Gras, was wir wollen. Dunkelgrün, trotz Hitze, trotz Trockenheit, das sind die sogenannten feinen Gräser. Ich habe einen unglaublichen tollen Artikel gelesen über feine Gräser und über das Problem Poa annua. Was kann man gegen die Poa annua tun? Wie kann man die Poa annua reduzieren und die gewünschten feinen Gräser fördern? Da habe ich einen sehr schönen Artikel. Guckt mal in meine Beschreibung rein. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Don't feed the Poa annua. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass die Poa annua nicht begünstigt wird. Das heißt, wenig wässern, das heißt, wenig Stickstoff. Die schreiben in dem Artikel sogar, dass man nur 5 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter pro Jahr streuen sollte. Das ist extrem wenig. Da geht es vor allem um Golfplatzgrüns. Die sind auch leider komplett Poa annua verseucht. Und wir müssen umdenken. Es muss einen Trend geben auf unseren Rasenflächen weg von der Poa annua, die viel Wasser haben will, die viel Dünger haben will. Wir brauchen Gräser, die weniger wasserhungrig sind, die auch bei Trockenheit gut überstehen. Da gibt es auch sehr interessante wissenschaftliche Untersuchungen mittlerweile zu Gräsern, die in den kälteren Zonen, also bei uns, gut wachsen und trotzdem wenig Wasser benötigen. Poa, nicht Poa, sondern Festuca. Festuca arundinacea habe ich schon mal hier auf der Demopark kurz vorgestellt. Ein etwas breitblättriges Gras, das
ganz tiefe Wurzel bildet und das kaum Wasser braucht. Das ist der Trend. Da müssen wir hin, da will ich auch hin. Ich will natürlich die dunkelgrüne Rasenfläche. Ich will ein Gras haben, das wenig Wasser benötigt, wenig Dünger. Eigentlich genau der richtige Trend. Und eben nicht die Poa Anua fördern. Don't feed the Poa Anua. Wenn wir die Poa Anua aushungern, dann wird sie sich zurückziehen. Und wenn wir gleichzeitig die erwünschten Gräser nachsehen, dann geht die Poa Anua den Bach runter. Das steht in dem Artikel. Super spannend. Habe ich im Urlaub gelesen. So. Ja, man sieht also eben tatsächlich bei mir sehr viele dunkle und auch sehr viele helle Stellen, teilweise sehr feines Gras. Hier haben wir zum Beispiel sehr feines Gras. Das könnte tatsächlich Agrostis stolonifera sein oder Agrostis tenuis. Ein sehr feines Gras, sehr hübsch, sehr dicht, wunderbar. Dann haben wir etwas grob blättrige Gräser hier zum Beispiel. Das Gras hier. Könnt ihr natürlich nicht sehen. Ne? Das Gras hier, das ist so ein bisschen breitblättriger, ein bisschen gröber. Poa pratensis oder Poa supina, wahrscheinlich eher Poa pratensis. Auch ein Rispengras. Und natürlich haben wir auch die Queke im Garten. Die böse Queke. Aber gar nicht so viel, gar nicht so dominant. Also ich bin ganz überrascht. Also hier an der Stelle, da ist die Queke noch relativ dominant. Hier über meinen Hügel hier, mein Problemhügel, gibt es sehr trockene Stellen und auch wiederum sehr buschige grüne Stellen. Also total unterschiedlich. Horstbildende Grassorten, die wunderbar dicht und grün sind. Sehr spannend. Ja, mein Abschlag. Eine riesen Trockenstelle auf meinem Abschlag. Auch da behaupte ich jetzt mal ein fetter Dry Spot. Dann auch hier leider noch sehr starke Dominanz der Schafgarbe. Homecoming. Ich muss unbedingt noch mal mehr über Gräser lernen. Wie man Gräser bestimmt, ein ganz spannendes Thema. Das lernen die Greenkeeper für die Golfplätze. Es ist ganz wichtig, seinen Rasen auch richtig zu analysieren und zu verstehen, was wächst da, welche Grassorten. Was muss ich tun, um die eine Grassorte zu fördern, die andere nicht? Was sind horstbildende Gräser? Was sind ausläuferbildende Gräser? Die ganzen Dinge, das kriegen wir alles noch hin, das machen wir alles noch. So, jetzt möchte ich euch noch die letzte dramatische Stelle zeigen. Also das ist wirklich ein Drama. Da der Durchgang, der Durchbruch. Total verdichteter, viel zu sandiger, viel zu feiner Boden. Und das kommt dabei raus. Überhaupt keine Wasserspeicherfähigkeit, überhaupt keine Wasserabsorptionsfähigkeit. Total vertrocknet die Stelle. Wahnsinn. Hier muss ich jetzt so richtig angreifen. Hier muss ich jetzt den Boden komplett umwandeln. Hier muss wieder Wasserdurchlässigkeit her. Hier muss Wasserspeicherungsfähigkeit her. Hier muss Luft in den Boden rein. Ja, liebe Rasenfreaks, soweit das erste kurze Video zur Homecoming-Situation vom Rasenfreak. Der Rasen ist nicht so dramatisch vertrocknet wie letztes Jahr. Guckt euch mal das alte Video an. Es war brutal nach den 6 Wochen Hitze. Nichts mehr da. Das sieht richtig gut aus. Und im Hintergrund sammelt meine Frau schon die ganzen Blätter auf fürs Mähen. Und das seht ihr natürlich auch noch. Thank you.
Das sieht natürlich schon schlecht aus. Die meisten Poa-Blüten sind jetzt weggesogen worden. Der Rasen ist schön gleichmäßig geschnitten. Also es ist schon, also diese Sichelmäher mit diesem Saugeffekt, die sind auch klasse. Wenn ein richtiges scharfes Messer geschliffen ist, dann mähen die auch gut. Dann ist das auch super. Also dann noch die schönen Streifen. Also das ist schon eine coole Sache. Yeah, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak. Tschüss.